Was ab euch und willkommen hier zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Und heute gibt es mal wieder eine Zeitung und nicht die Just Kick It, sondern die Sportbild. Europas Nummer 1, Sportbild. Und wieso habe ich mir diese Zeitung gekauft? Diese kostet 1,90 Euro. Ich habe sie mir zweimal gekauft, heute gibt es aber nur eine und morgen werde ich dazu, zu dieser Zeitung zwar kein weiteres Video machen, sondern zu dem Booster, der hier drin liegt, ein weiteres Video. Leute, ich habe mir gedacht, ich kaufe mir einfach die zweimal. Heute in diesem ersten Video werden wir einfach mal die Zeitung einfach mal komplett anschauen, was steht da so drin und so weiter zur Bundesliga. Vielleicht auch zu anderen Ligen. Hier unten sehen wir, geht Tuchel zu Chelsea zum Beispiel. Natürlich werden wir den Booster auch noch öffnen. Wenn wir auf der Seite sind, werde ich ihn auf jeden Fall öffnen. Ich bin schon gespannt, Leute. Ich habe natürlich schon Bilder gesehen. Ich weiß, wie die Magitex-Karten aussehen. Aber ich habe noch keine selbst in Hand gehalten. Das werde ich gleich aber haben. Leute, keine Sorge. Da hinten, das ist mein PS4-Controller. Kann ich mal ganz kurz zeigen hier, Leute. Mein PS4-Controller, der lädt hier gerade auf. Und deswegen ist er hier noch zu sehen. Tut mir auf jeden Fall leid dafür. Aber auf YouTube muss ja nicht immer alles perfekt sein, oder? Also Leute, wir starten einfach mal mit der Sportbild, was hier alles so drin steht. In der Sportbild, ja, sehr, sehr viel Text immer. Und deswegen gehen wir einfach mal hier durch. Insgesamt 200.000 Euro Gewinn. Ja, Gewinnspiele gibt es ja überall. Interessiert uns nicht. Sky Bundesliga 1999, ne, das ist so. Ich muss mal ganz kurz durchlesen hier, Leute, weil ich jetzt erst vor kurzem mein Sky quasi verlängert habe. Und ich zahle halt nicht 19,99 hier, ne? Sky, ihr Lümmel. So, bla bla bla. Aber hier steht wahrscheinlich Mindestvertragslaufzeit 12 Monate. Ne, also Sky allgemein sehr, sehr billiger geworden, Leute, als damals natürlich, sie haben jetzt nicht die kompletten Rechte mehr. Die Freitagsspiele dürfen sich alle nicht mehr zeigen. Also, ja. So ist es halt, ne? So ist es halt. Rummenigge, Adelt Hitzfeld. Gehen wir einfach mal durch hier. Fotos der Woche hier. Richtig nice. Süles doppelte Torpremiere, Leute. Ja, hat er im ersten Bundesligaspieltag gleich mal getroffen. Der Niklas Süle. Genau, aktuell spielen sie ja gerade, live gerade, Leute. Es ist gerade Halbzeit 0:0, steht es noch zur Halbzeit. Könnt ihr jetzt hören, wann ich dieses Video hier aufnehme. Wenn ihr wisst, wann ich dieses Video aufnehme, schreibt es mal jetzt unten in die Kommentare. Leute, es steht zur Halbzeit 0:0, Bremen gegen Bayern. Mal gucken, ob Süle treffen kann, Lewandowski oder wer auch immer. Jubel, Trubel, Kreuzbandriss, Leute. Wie kann man sich beim Jubel einfach mal einen Kreuzbandriss holen? Wie geht das? Nikolai Müller, wenn du dieses Video siehst, schreib es mir mal unten in die Kommentare. Danke dir. FC Bayern, bla bla bla. Okay, interessiert uns nicht so wirklich. McDonald's interessiert uns natürlich schon mehr. Nein, Spaß. Hier, Tolisso, Leute, hat auch im ersten Spiel zugeschlagen. Und Dortmund heute Abend gegen die Hertha. Klar, ich erzähle jetzt so zum jetzigen Zeitpunkt, wenn ihr dieses Video seht, wisst ihr schon, wie die Hertha gespielt hat, wisst ihr, wie Dortmund gegen die Hertha gespielt hat, wisst ihr, wie Bayern gespielt hat und so weiter und so fort. Hier, Dembélé ist jetzt gewechselt, Leute, für 105 Millionen zu Barcelona, glaube ich. 105 oder 150, wie viel waren es? Ungefähr so, aber für Dortmund natürlich überragend und einfach krass, Leute, was abgeht hier, ne? Einfach krass, was abgeht. Rudi Granate hört sich für mich gut an. Der Null-Risikotransfer. Also die erste Halbzeit, wo ich hier gerade Frankfurt natürlich auch gesehen habe, hat Boateng meiner Meinung nach richtig gut gespielt. Also das kann auf jeden Fall was werden. Hier, die Geheimnisse der neuen Kracher. Ja, Wolski. Ja, die letzten Spiele gegen Dortmund gingen gar nicht so verkehrt aus, ne? Ich glaube, das letzte Spiel 2-1 gewonnen, dann verloren im Elfmeterschießen oder so und dann 1-1, also da sind auf jeden Fall Punkte drin gegen Dortmund. Da sind auf jeden Fall Punkte drin gegen den BVB. Hier blättern wir einfach mal weiter. Und dann kommen wir hier zu dem Magitex Booster.
Oh yeah, Leute. Magitex Booster, es ist soweit. Der erste, den ich jetzt hier in der Hand habe. Klar, das Design ist halt noch nicht fertig. Die Booster werden anders aussehen. Am 21. September kommen sie heraus. Hier ist das Booster-Design. Also es könnte, ich denke mal, so aussehen. Hier Gomez, Wagner, Forsberg, Petersen, Bentaleb und Müller sind da drauf. Und hier nochmal ein paar Basekarten. Es soll ja keine Powerkarten in den Boostern geben. Ich mache ihn einfach mal auf, Leute. Ich kann jetzt hier nicht mehr warten. Ich mache auf. Promo-Päckchen, 5 Karten. Was steht da hinten noch drauf? Die gesamte neue Kollektion ist ab Mitte September im Handel erhältlich. Dazu gehören neue Sonderkarten zur 10. Club 100 Spieler, Torjäger, Routiniers, Legenden und die beliebten Matchwinner und Clubkarten, Leute. Das wird sowas von abgehen. Das wird sowas von abgehen mit dieser Tops Matchdeck Serie. Das kann ich euch versprechen, Leute. Das kann ich euch versprechen. Natürlich wird es eine Matchdecks WM geben. Es wird die Bundesliga Orakels mit diesen Matchdecks Karten geben. Es wird Pack and Plays geben. Es wird normale Unboxings. Es wird normale Unboxings geben. Es wird Unboxing Battles geben. Alles wird es geben hier auf meinem Kanal bei Packs United. Also Leute, sagt euren Freunden Bescheid. Sie können mich natürlich kostenlos abonnieren. Falls ihr Freunde habt, die sammeln, aber noch nicht mich kennen, zum Beispiel. Zum Beispiel, einfach mal so, Leute. So sieht das Design aus. Also von hinten. Kontakt, erster. 1000 Multipacks gratis, Inhalt 26 Karten. Die ersten 1000 Einzelnen erhalten ein Multipack gratis. Ja, aber ich denke mal, diese Booster soll man einsenden oder die richtigen ersten? Keine Ahnung, also ich mache da eh nicht mit. 1000, ich bin jetzt eh schon, denke ich mal, viel zu spät. Auf jeden Fall habe ich hier 5 Karten. Also das Design von hinten finde ich schon, also ich habe ja eben gesehen, wie die von vorne aussehen. Ich habe auch schon Bilder auf Instagram gesehen und so weiter. Finde ich irgendwie besser als das Design vorne. Hier natürlich die 10-Jahres-Edition. Und ich drehe mal um, so sehen sie von vorne aus. Giulio Donati, natürlich auch wieder komplett anderes Design. Kennt man ja von den Jahren, von Jahr zu Jahr von Top Matchdecks, dass die nicht das gleiche Design behalten, sonst wäre es ja auch langweilig. Ich find's, ja, ist in Ordnung, ne? Ein komplett anderer Style, finde ich. Sonst von 15-16 zu 16-17 hat man den Style so ein bisschen quasi gleich gehalten, aber jetzt so. Ist aber auch mal was Neues, Leute. Muss man sich dran gewöhnen. Ich finde es aber trotzdem richtig nice. Giulio Donati. Jan Philipp Gebamin von Mainz 05. Ralf Fährmann hier. Das wird ja dem Kolle freuen hier. Ralf Fährmann, den Schalker. Lukas Rupp und der Dortmunder ist Sokratis. Nice. Hier stehen noch drauf: Kopfball, Tackling, Pass, Technik, Speed und Schuss. Kennt man ja hier unten die Karten. Nummer, Bundesliga-Logo. Und hier unten so ein bisschen 3D gemacht, hier mit dem schwarzen Schatten hier. Richtig, richtig nice. Das sind die ersten 5 Matchdecks-Karten, die ich jetzt hier habe. Ja, ich bin schon gespannt, Leute, wer die 10100 haben wird und so weiter und so fort. Morgen gibt es nochmal einen Booster, Leute. Wird es nur 2-3 Minuten gehen, dieses Video, was morgen nochmal kommt zur Matchdecks 17-18er Serie. Aber habe ich einfach Bock gehabt, mir einfach 2 Zeitungen zu kaufen und euch zweimal ein Video zwar quasi zu zeigen zur neuen Matchdecks. Und wir blättern jetzt hier einfach mal weiter durch. Nuri, darum trainierten wir mit Elite-Soldaten. Okay. Das dauert das erste Jahrtausend-Talent. Nicolas Nartey. Okay. Nee, hier will ich kein Auto. Ich will hier Fakten, Bundesliga und so weiter. Ist das jetzt alles hier? Als ob. Bis hier hinten oder wie? Tatsache, bis hier hinten gibt es nochmal ein extra Abteil für Autos. Motorsport. Klopp macht uns alle besser. Ja, Leute, Liverpool, das sah schon nicht schlecht aus, wie sie da gespielt haben. Alleine schon gegen Hoffenheim. Wie sie Hoffenheim zerstört haben, das war überragend.
gehe jetzt hier einfach mal durch. Aber das Interessanteste habe ich euch schon gezeigt. Komm, wir müssen uns eigentlich den Rest gar nicht mehr so wirklich anschauen. Hier Formel 1 ist noch dabei. Handball. Und das war die Sportbild, Leute. Natürlich, natürlich habe ich sie mir gekauft. Und sehr, sehr viele von euch auch nur wegen diesen 5 Kärtchen hier. Tops, Magitex, richtig, richtig nice. Leute, das war es jetzt hier auf jeden Fall von mir für das heutige Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst natürlich ein Däumchen nach oben da. Abonniert mich kostenlos, falls ihr noch nicht Abonnent sein solltet. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Das letzte Video zur Magitex 17-18 verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung. Da habe ich eure Designs nämlich erstellt, welche Club 100 Karten in euren Augen es geben sollte. Die habe ich euch erstellt. Den Link ist unten in der Videobeschreibung. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein und tschüssi.